Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und tatsächlich beginnen wir diesmal aber mit einer Serienkritik. Denn ich habe den Patrick geschnappt und mit dem zusammen über die dritte Staffel von Star Trek Discovery gesprochen. Da lief ganz aktuell das große Finale und was wir jetzt von der Serie halten, wie sie sich entwickelt hat und vor allem auch, wie die dritte Staffel geworden ist, haben wir uns ganz genau angeschaut. Eine Serie, über die man sicherlich sehr ausgiebig sprechen kann, gerade als Trekkie, aber eben auch als gelegentlicher Science-Fiction-Fan ist da mal irgendwie auch notwendig gewesen, drüber zu sprechen. Haben wir getan, war ein Spaß. Es folgt die Besprechung des Films Before the Fire. Das sagt mir rein gar nichts, also müsst ihr schon Sam und Adrian lauschen, die den Film für euch besprochen haben. Ist wieder so ein Tiberius-Film-Kracher und ja, vielleicht ist was Gutes, vielleicht was Schlechtes. Ich glaube, die Besprechung könnte wieder mal deutlich unterhaltsamer geworden sein als der eigentliche Film. Es folgt die Besprechung des Films Das erstaunliche Leben des Walter Mitty, denn der wird ganz aktuell bei Prime Video aufschlagen. Da hatten wir so richtig Bock drauf, wollten unbedingt drüber sprechen und wir waren auch in dem Fall Jens und Kati. Die beiden haben das für euch getan. Sind sehr angetan von dem Film, der jetzt ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, aber auf jeden Fall auch einer von Ben Stiller ist, den man gesehen haben sollte. Leute, viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken bzw. auch der einen Serienkritik. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der dritten Staffel von Star Trek Discovery. Und wie hier beim Telestammtisch, wir machen ja regelmäßig so ein bisschen Science-Fiction-Besprechungen von so ein bisschen Science-Fiction-Serien. Nicht nur, dass wir uns The Expanse ganz intensiv angeschaut haben und da auch zum Staffelfinale auf jeden Fall auch nochmal ein großes Recap der ganzen aktuellen Staffel raushauen werden. Wir haben uns auch schon unterhalten über Picard, wir haben uns unterhalten über ganz viele tolle Dinge und ich bin mir sicher, dass wir hier auch nochmal über The Orville sprechen werden, aber heute, da soll es eben um die Besprechung von Star Trek Discovery gehen und ich habe mir heute einen meiner Sci-Fi-Buddies mit an den Start geholt. Moinsen, Patrick. Hi. Guten Tag. Das hatten wir jetzt ja irgendwie schon länger vor, ne? Also du hast bei The Mandalorian schon aktiv mitbesprochen bei den Recaps, die wir gemacht haben und für Discovery hatten wir jetzt keine Recaps am Start, aber irgendwie hatten wir trotzdem Bock, drüber zu sprechen, oder? Erzähl doch einfach mal so, was sind so ganz allgemein deine Meinungen zu Star Trek Discovery? Ich bin ja relativ spät bei Star Trek so richtig eingestiegen. Corona-bedingt habe ich mich ein bisschen mehr damit befasst. Vor Discovery kannte ich halt nur The Next Generation und die Star Trek-Filme. Jetzt bin ich ein bisschen tiefer in der Materie drin und finde, Discovery ist nach wie vor so ein bisschen, nicht durchwachsen, aber von schwankender Qualität, eben wegen den ganzen Showrunner-Wechseln im Hintergrund. Und auch, weil man sich nicht wirklich zu fokussieren weiß, was man denn jetzt genau erzählen will. Ja, da kann ich dir durchaus zustimmen. Man merkt an der Serie ganz eindeutig, dass irgendwie jede Staffel komplett anders ist. Man hat so echt so das Gefühl, dass man sich bei jeder Staffel nochmal neu entschieden hat, in welche Richtung soll es hier eigentlich gehen? Was wollen wir hier überhaupt für Star Trek erzählen? Weil man muss es ja irgendwie auch einordnen. Über viele Jahre hinweg war Star Trek, man will nicht unbedingt sagen tot, aber eigentlich war es zumindest in irgendeiner Dauerpause. Dann gab es irgendwann noch die Kelvin-Zeitlinie in den Filmen und dann war es das irgendwie auch. Und dann kam da plötzlich Discovery um die Ecke und hat nochmal einen ganz neuen Ansatz gebracht und wirkte von Anfang an auch äußerst futuristisch und vor allem auch moderner, als wir das in den aktuellsten Star Trek-Geschichten, die wir noch so kannten, gesehen haben. Das war also unter anderem eben Voyager zum Beispiel. Da war von Anfang an irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Es wirkte auf jeden Fall sehr modern und vielleicht auch ein bisschen zu modern. Ich bin aber froh, dass es überhaupt weiterging. Ja. Du hast ja auch gesagt, also jetzt spielt das 900 Jahre in der Zukunft die dritte Staffel und du wolltest unbedingt mal was aus der Zukunft von Star Trek sehen. The Next Generation, Voyager und wie hieß die dritte? Die haben ja parallel gespielt. Genau, du meinst Deep Space Nine. Nun gut, jetzt geht's eben weiter mit Star Trek und irgendwie auch jetzt schon im dritten Jahr, in der dritten Staffel. Wir haben zwischenzeitlich nicht nur ja, Picard bekommen, was wir ja auch schon besprochen hatten, wo wir auch, sag ich mal, jetzt nicht nur so richtig angetan waren. Und irgendwie gibt's dann zwischenzeitlich ja auch noch diese Animationsserie, helf mir kurz auf die Sprünge, wie heißt die? Lower Decks. Jetzt auch am 22.01. auf Amazon Prime starten dürfte. Genau, auch hier wieder mit deutlichem Verzug, ähnlich wie die erste Staffel von Mandalorian damals. Also ich kann mir vorstellen, dass echte Trekkies die bereits gesehen haben. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall auch einen deutschen Termin und ich freue mich aber, dass wir hier jetzt endlich mal über die dritte Staffel von Discovery sprechen können. Genau. Yo, die ersten beiden Staffeln vielleicht in wenigen Worten zusammengefasst, was kannst du dazu noch sagen?
Ich kann mich daran erinnern, dass in der ersten, dass da die Michael Vernon als Captain ziemlich schnell ihren Rang enthoben wurde und dann mit dem Captain, dass es dann mit Captain Lorca Probleme gab und dass da auch irgendwie eine Spiegelwelt mit reingepfuscht hat. Und bei der zweiten war es doch mit einer Art Todesengel, der genau auch für so ein paar Probleme gesorgt hat, also auch für interstellare Katastrophen. Und dieses Mal in der dritten scheint so, dass Michael Vernon durch ihren Zeitsprung 900 Jahre in die Zukunft eine leichte Katastrophe ausgelöst hat. Ja, es war ja letztlich vor allem auch dieser Zeitsprung, der jetzt die Serie nochmal komplett neu ausgerichtet hat. Die ersten beiden Staffeln, die spielten ja noch zeitlich gesehen, zumindest noch deutlich vor Kirk. Wir hatten hier auch dann den Auftritt von der Besatzung der Enterprise in der zweiten Staffel zusammen mit Spock oder einem neu gecasteten Spock und eben auch dem Vorgänger noch von Kirk und alles ganz schön, aber letztlich sah das alles immer schon deutlich krasser, besser und vor allem moderner aus, als es damals in Originalserien der Fall war. Das hat alles so richtig vorne und hinten nicht gepasst und es gab daran viel Kritik. Jetzt hat man eben durch diesen Zeitsprung, durch diese Zeitreise diesen großen einfach Sprung gemacht, wenn man so will, alte Wurzeln gecuttet und ist jetzt hier in ja einfach eine neue Welt, wenn man so will, vorgedrungen. Die Föderation ist völlig am Arsch, beziehungsweise auf ein Minimum an, wenn man so viel Personal und Schiffen reduziert, denn es gab den großen Brand, ja. Der Brand, so viel kann man jetzt schon mal sagen, hat letztlich dafür gesorgt, dass der Warp-Antrieb nicht mehr funktioniert, Langstreckenflüge nicht mehr da waren, weil das Delizium in den Warp-Kernen explodiert ist und damit einen Großteil der Schiffe, ja, sämtlicher interstellaren Schiffe, die mit Warp-Antrieb fliegen, die zu diesem Zeitpunkt aktiv waren, einfach ausgelöscht hat und das war jetzt schon so eine mittelschwere komplette Katastrophe. Ja, und wir merken recht schnell, dass die Zukunft von Star Trek sehr aussieht wie Star Wars. Ja, ist irgendwie recht düster alles, ne? Ja. Finde ich aber relativ. Mir hat's auch gefallen. Mir hat dieser neue Anstrich schon ziemlich gut gefallen. Ich war auch eine Zeit lang relativ angefixt, aber man betritt dann trotzdem relativ schnell wieder gewohnte Pfade. Die alte Crew von Vernon reißt ihr natürlich irgendwie troll-doof hinterher. Und das ist dann ziemlich schnell wieder alles beim Alten. Also inklusive Vernon stellt Autoritäten in Frage und kriegt dann irgendwie wieder ziemliche Probleme deswegen. Jetzt habe ich gerade eben vor wenigen Minuten das Finale der dritten Staffel beendet und ich werde jetzt nicht komplett wegspoilern, was da am Ende passiert, das halte ich dann irgendwie jetzt auch für unangemessen, aber wir können ja trotzdem so ein bisschen über die Staffel an sich reden und auch einzelne Storypunkte uns mal rausgreifen. Es gibt nicht nur Schlechtes, es gibt auch Gutes und ich kann so viel schon mal sagen, ich kann Vertreter beider Seiten sehr gut nachvollziehen. Fangen wir doch mal an mit den Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben. Als Voyager damals zu Ende war und ich dann irgendwann alle Filme gesehen hatte und ich habe eben ganz aktuell auch nochmal die Kelvin-Timeline-Filme alle mir angeschaut und wäre auch gar nicht mal so, also ich wäre schon interessiert, da vielleicht nochmal einen vierten Teil zu sehen. Da war mir immer so ein bisschen das Gefühl, okay, eigentlich interessiert mich jetzt nicht unbedingt die nächste Prequel-Serie. Auch als dann damals dieses Enterprise kam, was noch vor Star Trek Enterprise spielt, ja, mit Archer und so, alles schön und gut irgendwie und dann auch ein bisschen Gründung der Föderation, alles schön und gut, aber eigentlich wollte ich wissen, wie es nach Voyager weitergeht. Ich wollte den ganzen geilen Science-Fiction-Scheiß sehen und darauf hatte ich halt Bock. Star Trek ist für mich vor allem eine Präsentation von Technik, von Philosophie, von meinetwegen neuen Völkern und das sind die Sachen, die für mich Star Trek ausmachen und mir ist auch schon klar, dass man jetzt, wenn man Star Trek neu aufsetzt, Star Trek nicht mehr dieses episodengetriebene Story-Ding erzählen kann, sondern dass man eben schon eine große, überbordende Gesamtgeschichte braucht. Das war mir auch klar. Aber ich wollte eigentlich Technik sehen, meinetwegen eine große, komplexe Story. Und ich wollte vor allem sehen, dass das Ganze irgendwie, ja, einfach mal was Neues zeigt. Gerne auch in der aktuellen Optik. Das waren so meine Ansprüche an die dritte Staffel. Und gerade was die Optik angeht und die Darstellung von Science-Fiction-Dingen wie Beamen, wie Laser, Raumkampf generell, ja, das fand ich alles doch irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Ja, ich mochte ja auch schon den Ansatz bei Discovery, dass man zumindest eine neue Rasse einführt, die Kelpianer. Mhm. Überwiegend gespielt von Doug Jones, den wir als Abe Sapien von Hellboy kennen oder auch diverse Figuren einfach aus Del Toro-Filmen. Er ist ein Schlangenmensch, er zwängt sich gut in Monsterkostüme. Das kann er richtig gut. Mhm. Ich finde auch, die Rolle hat
Discovery neue Impulse verschafft. Definitiv. Auch wenn er ab und zu mal aneckt und manchmal ein Arschloch war, aber ich fand seine Rolle mit am interessantesten in der Serie. Auch ein gutes Beispiel für charakterliche Änderungen, also einfach eine Figur, die viel durchmacht, viel mitmacht, die bis zum Schluss einfach auch wirklich wesentliche Veränderungen durchmacht und die eben auch zeitweise sogar auch auf dem Sessel des Captains der Discovery sitzt und darin letztlich keine schlechte Figur macht. Nee. Überhaupt nicht. Er füllt diesen Posten gut aus. Man merkt, dass er in den Staffeln so eine gewisse Reifung hingelegt hat und auch dann teilweise Methoden anwendet, für die er Vernon in den Staffeln davor kritisiert hätte, weil er merkt ja, nur so geht's eigentlich voran. Jo, dritte Staffel ist dann halt auch so eine Geschichte. Also, ich will diese Besprechung jetzt hier nicht zu lang werden lassen. Deswegen komme ich eigentlich gleich mal auf die Dinge zu sprechen, die mir jetzt vielleicht auch nicht so gefallen haben. Oder hast du positive Punkte, die du jetzt besonders hervorkehren möchtest? Ich fand diesen Gag mit dem Nahrungssynthesizer lustig. Ah, der Apfel schmeckt aber komisch. Ja, das ist scheiße. Wir synthetisieren unsere Scheiße. Da habe ich schon ziemlich gelacht. Da habe ich gedacht, ja, super. In der Zukunft Scheiße fressen. Ja. Das war ja auch letztlich ein Dialog zwischen dem Admiral, der irgendwann eingeführt wird, der, wenn man so will, Oberhaupt der Föderation. Also ist ja generell überhaupt ein bisschen schräg für mich nachzuvollziehen. Also erstmal, das war dieser Dialog. Der Dialog war ganz interessant. Es ging darum, dass hier eventuell eine neue diplomatische Beziehung eingegangen wird. Das Ganze eskaliert natürlich und es kommt dann zum großen Showdown. Aber insofern war das jetzt schon mal gar nicht schlecht. Ich will vielleicht nochmal auf Setting zu sprechen kommen, das für mich auch ein bisschen undefiniert ist. Also wir haben die Erde. Und die Erde ist, zumindest war das sonst immer so, der Hauptsitz der Föderation. Aber da scheint es hier einen Bruch gegeben zu haben, der sich mir nicht erklärt, wirklich nicht, auch wenn das teilweise versucht wird, ist auch nicht nachvollziehbar, warum das so ist. Und die Föderation ist jetzt in einer eigenen Basis, irgendwo weit weg vom Schuss. Und weil es eben auch keinen Warp-Antrieb mehr gibt, gibt es auch nicht mehr diese, naja, also es gibt nicht mehr diese Verbindung, dieses Netzwerk an verschiedenen Deep Space Stationen, an generell irgendwie Werften, an Planeten, die miteinander verbunden sind. Das ist alles sehr rudimentär und man kann nur mit verhältnismäßig kleiner Geschwindigkeit reisen. Da gibt es aber noch die großen Antagonisten, die Kette, an deren Spitze Ministerin Osira steht, die irgendwie plötzlich Ministerin ist. Die lernt man kennen und denkt man sich, okay, das hat jetzt hier eine Böse, die auf dem Planeten irgendwelche Sklaven hat, aber nein, die ist scheinbar so richtig böse und hat so richtig was zu sagen. Also die als Antagonisten und dann, wie gesagt, die weil wir auf die Szene gerade zu sprechen kommen wollen, warum der Apfel nach Scheiße schmeckt, der Admiral, und das habe ich zum Beispiel nicht so ganz gerafft, der ist jetzt scheinbar von der Sternflotte zumindest aktuell sowas wie der Chef. Aber es gibt wohl doch noch einen Präsidenten, zumindest wird er in genau diesem Gespräch ja angesprochen, oder gibt's den nicht? Doch, den gibt's, der wird mehrfach erwähnt, aber da sprichst du tatsächlich ein wichtiges Thema an. Es wirkt nicht ganz durchdacht, wenn du ein bisschen mehr drüber nachdenkst, dann zerfällt die Logik wie so ein kleines Kartenhäuschen in sich zusammen. Manche Dinge wirken da wirklich arg konstruiert. Auch dann die Erklärung, wieso es zu diesem Brand kam und so. Okay, da hast du auch nicht allzu viel drüber nachdenken. Das ist vielleicht auch schon sowas wie so ein Fazit, das ich noch nicht ziehen will, weil dafür habe ich noch 3-4 Punkte, die wir besprechen wollen. Aber das ist letztlich das, was ich zu der ganzen Serie sagen muss. Also Star Trek, das gucke ich halt, weil ich da Bock drauf habe, weil ich mich als Trekkie begreife und ich bin bei weitem nicht so der krasse Trekkie, wie das andere da draußen sind. Ich möchte an die Stelle mal liebe Grüße an die Jungs und Mädels von Geekerigi da lassen. Die haben einen Discord-Server. Auf diesem Discord-Server gibt es einen extra Channel für Star Trek. Und auf diesem Channel tausche ich mich regelmäßig mit ein paar Trekkies aus. Und das ist eine eher positive Stimmung. Ich nehme viel Positives aus der Serie mit. Ich habe aber echt eine Menge Punkte, die ich echt negativ finde. Und ich habe vor kurzem auch mal bei den Kollegen von Nerdizismus reingehört. Die sind ja auch durch und durch Trekkies, aber alles andere als angetan von Star Trek, weil die nämlich genau diesen Punkt jedes Mal kritisieren und dann auch hinterfragen. Die Logik, die Zusammenhänge und einzelne Punkte, die du in der Story präsentiert kriegst, die ergeben überhaupt keinen Sinn. Sobald du anfängst, irgendwas zu hinterfragen, wenn das so ist, warum ist das dann nicht so? Warum haben die einzelne, keine Ahnung, Beispiel, neue Technologie und die Warp-Gondeln, also diese an der Seite angebrachten Gondeln an den Schiffen, die sind jetzt mit so einer Art beweglicher Materie oder so heißt das, nicht mehr fest am Schiff. Warum ist es so? Ist es nicht eher sogar schlechter, wenn die nicht am Schiff sind? Welchen Vorteil hat das? Ist das jetzt wirklich wendiger im Weltall? Ergibt das alles irgendwie Sinn? Oder, keine Ahnung,
ja, warum wird welche Hilfe zu welchem Zeitpunkt gerufen? Ich will jetzt gar nicht so eingehen, wir können das im Detail jetzt hier alles nicht machen. Es sind 13 Episoden, ihr müsst euch in Ruhe mal anschauen und denkt besser nicht zu sehr drüber nach. Was, wie gesagt, auch das Fazit meiner zu der Staffel auch schon fast ist. Es ist alles cool, es ist unterhaltsam, aber ganz vieles ergibt keinen Sinn. Der komplette Aufbau des Schiffs Discovery ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Was für eine riesen Platzverschwendung da teilweise ist. Das wirkt wie, als wäre da in dem Raumschiff noch eine Stadt oder zumindest viele Freiräume, wo irgendwelche Fahrstühle hin und her fliegen und irgendwelche Roboter und so. Warum muss sich die Discovery, wenn sie ihren besonderen Antrieb, ihren Sprungantrieb benutzt, warum muss ich da diese Plattform so drehen? Welchen Mehrwert hat das? Und so ganz viele Dinge, die ich irgendwie schräg finde, wo ich glaube, die werden nur der Optik wegen eingeführt. Gerade jetzt im Finale, da sehen wir zum Beispiel auch mal den Datenkern. Haben wir vorher nie gesehen, der ist plötzlich da. Nein, überhaupt nicht. Und plötzlich ist das, und so ganz viele Dinge, wo du denkst, ja, okay, das haben die jetzt gemacht, weil es cool aussieht, aber es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem, die sind 900 Jahre in der Zukunft, trotzdem sind die scharf auf diesen Sporenantrieb, obwohl die Technik eigentlich weiterentwickelt sein müsste. Wir erkunden so wenig Planeten wie lang nicht mehr. Also da haben wir sogar bei Enterprise mehr mit Planetenerkundung gehabt. Davon hätte ich gern mehr gesehen. Das ist für mich Star Trek. Und wenn du 900 Jahre in der Zukunft bist, dann will ich auch neue Planeten sehen und nicht nur überwiegend das Innere von Raumschiffen. Auch wenn dieser technische Aspekt Star Trek auch durchaus ausmacht und da diese technischen Sachen eine schöne Sache sind, mit denen man sich auseinandersetzen könnte, wenn die ein bisschen besser durchdacht wären. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Denn da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Klar, das Erkunden neuer Planeten, das Entdecken neuer, unbekannter Zivilisationen, worum es in Star Trek eigentlich ja schon in der Ansage häufig geht, es spielt ja quasi gar keine Rolle. Wir haben einmal eine Folge, da ist man auf dem Planeten von Booker, wenn man so will, dem neuen Freund von Burnham. Auch spannend, wie die Typen wechselt irgendwie, ist ja auch echt irgendwie. Da gibt es irgendwas, also der ist mega der Empath und irgendwas mit fliegenden Parasiten, die die Ernte wegfressen, währenddessen aber irgendwas Pestizid und hast du nicht. Und die Lösung des Ganzen ist dann, dass der Typ, der neue Freund von Burnham, zusammen mit seinem Bruder irgendwie Telepathie mit den Insekten machen und dann ist alles wieder cool. Und darauf ist man jetzt 900 Jahre nicht gekommen. Also, weißt du, das ist so Erkunden von Planeten. Das ist irgendwie ein bisschen dürftig. Aber ich fand's cool, dass er eine ziemlich schwere Mancun-Katze bei sich hatte. Die war so für mich so nicht der heimliche Star, aber die war wirklich ein nettes Gimmick. Also diese riesen Mancun-Katze, vor der sich alle dann immer wieder erschreckt haben, das fand ich auch weniger aufgesetzt als bei Captain Marvel, die Katze. Definitiv. Ist ja auch seine Königin, wie er sagt, ne? Genau. Ja, prima. Einen krassen Kritikpunkt, den vielleicht krassesten Kritikpunkt haben wir noch gar nicht erwähnt. Willst du ihn sagen? Fällt er dir auf oder soll ich? Schieß du los. Ich komme bestimmt dann und steig mit ein. Mein krassester Kritikpunkt ist Michael Burnham selbst. Insbesondere ihr ständiges Geheule. Es gibt von 13 Episoden schätzungsweise 10 oder 11, wo sie eine krasse Heulszene hat. Wo irgendwas mega emotional und wichtig ist und dann weint sie in die Kamera, hat irgendeine Art von emotionalen Zusammenbruch und das sind dann teilweise auch so Momente, die irgendwie mehr oder weniger entscheidend sind für die Handlung. Aber das ist sau anstrengend. Teilweise gibt es so Doppelfolgen, wo dann, da geht es eigentlich nur um Geheule. Und ganz im Ernst, das ist mir zu viel. Das kann ich nicht. Das ist auf Dauer zu anstrengend und wäre für mich auch Grund genug, die Serie irgendwann mal zu skippen oder sogar einfach links liegen zu lassen. Das ist dermaßen anstrengend, ihr zuzuschauen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Protagonistin, die übrigens gespielt wird von Sonequa Martin-Green, die kennen wir auch schon aus The Walking Dead, ich will nicht sagen, dass sie schlechte Arbeit macht, aber was die hier für Szenen geschrieben kriegt, ist echt eine Katastrophe, gell? Also das ständige Geheul, es ist wirklich richtig, richtig anstrengend. Gefühlt könnte man ein Drittel der gesamten Staffel einfach wegschneiden und es wäre die deutlich bessere Staffel, weil dann eben diese ganze Geheule Geschichte nicht dabei wäre. Es ist wirklich ganz besonders unangenehm, ganz besonders anstrengend und ich möchte das auf gar keinen Fall auch nur im Ansatz so in der vierten Staffel sehen. Das hat sich nämlich schon in der zweiten Staffel so angedeutet, mit der Mutter und der Interaktion, die dann auch so krampfhaft in die dritte Staffel reingerettet worden ist, diese Interaktion mit der Mutter. Aber das ist sich ganz enorm schlimm. Also meine Protagonistin geht mir über weite Teile auf den Sack, weil sie entweder heult oder gerade den Tag rettet und
Das liegt vor allem daran, dass unheimlich viel geheult wird, aber nicht nur von ihr, sondern auch von anderen Charakteren in der Serie. Gerade eine Figur, die erst in den letzten drei Folgen eingeführt wird, die für einen sehr wichtigen Moment in der einfach Timeline wichtig ist, hat letztlich den Moment ausgelöst, in dem sie krass geheult hat. Und es geht ständig um Geheule, das finde ich saunervig. Wir müssen da wieder die Logik aufgreifen. Sie ist eine halbe Vulkanierin. Vulkanier haben sich emotional deutlich mehr unter Kontrolle. Sei es Zachary Quinto als Spock oder T'Pool oder jeder andere, der Spock dargestellt hat, die hatten ihren menschlichen Teil, der immer wieder durchgeschimmert ist. Das waren schöne Momente. Hier war es halt echt too much. Und du kaufst der deswegen nie ab, dass das eine halbe Vulkanierin ist, ja, oder dass sie mit Spock verwandt ist. Völlig richtig. Und das war bei mir hart bei dieser Gerichtsszene, wo sie halb rumheult. Ich bin halb Vulkanierin, halb Mensch. Habe ich gedacht, ja wunderbar, das haben wir jetzt schon zwei Staffeln gehabt. Wir wissen es. Nee, was noch? Die ist doch eigentlich richtig Mensch, wurde nur von Vulkaniern aufgezogen, oder? Ja, aber selbst da, sie wurde von Vulkaniern aufgezogen, da hätte sie hätte das nie so lange unter Vulkaniern ausgehalten. Ja. Hätte sie sich da nicht irgendwie mehr unter Kontrolle gehabt. Völlig richtig, völlig richtig. Kann ich uneingeschränkt sagen. Ich meine, sein. Spock ist ihr Stiefbruder. Ja, genau. Also wirklich ein bisschen schräg, auch da hat das mit Spock, finde ich, generell ein bisschen gekünstelt. Das ist völlig unnötig. Das gibt der Figur nichts und man merkt so ein bisschen, das war der Versuch, sie als wichtige Person oder wichtigen Charakter in der Star Trek Timeline irgendwie zu verankern, da einen familiären Halt zu geben, so wie letztlich alle Palpatine oder Skywalker heißen müssen. Aber das war einfach völlig sinnlos. Das ist vielleicht so ein bisschen in der ersten, so ein bisschen in der zweiten Staffel auch im Ansatz auch übrigens nur relevant. Das hätte genauso gut einfach auch eine Freundin von Spock sein können. Die ganze Story hätte genauso funktioniert. Oder ein One-Night-Stand von Spock. Oder meinetwegen auch ein One-Night-Stand. Aber das ergibt so gar keinen Sinn und Mehrwert mehr in der dritten Staffel und ich bin deswegen auch nicht überrascht, dass man diesen Vulkanier-Teil quasi hat fallen lassen. Der wird nur noch mal kurz aufgegriffen, als es eben darum geht, Vulkanier und eben dieser andere die Romulaner, da ist was Geschichtliches passiert, das wieder mit aufzugreifen und so, aber letztlich wirklich, das ergibt alles vorne hinten keinen Sinn und das kannst du bei jeder einzelnen Folge machen. Du kannst dir jede einzelne Folge vornehmen und dich fragen, hä, warum ist das so? Hä, warum kann das so sein? Hier ist doch irgendein Logikfehler. Keine Ahnung, allein sowas wie die Sphärendaten. Ach. Ja. Das ergibt von hinten keinen Sinn. Sorry. Nee, es ergibt auch keinen Sinn, dass du Michael Vernon die ersten vier Folgen so super tough inszenierst und du denkst, ja, okay, cool. So wollte ich die Vernon sehen. Dann wäre ich auch mit der Entwicklung durchgegangen oder mit den Posten, in denen sie am Ende der Staffel dann hingepresst wird, wo ich dachte, ach nee, ernsthaft jetzt? Ja, es war ein bisschen absehbar. Vielleicht mal kurz noch so allgemein in den letzten drei Folgen, die ja quasi, wenn man so will, eine große Gesamt-Action-Mega-Folge sind. Da ist sie ja super, auch einfach muss sie die One-Woman-Show hinlegen und alle die Welt retten und ballern und Action, 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 was ich per se übrigens gut finde. Das darf man heutzutage auch in Star Trek übrigens mal machen, finde ich prima. Wie hat sie dir gefallen? Wie findest du, dass sie das so macht? Das fand ich besser als eben diese menschliche Komponente. Also ich finde es cool, wenn Frauen auch Helden sein dürfen. Das hat sie gut ausgeführt. Das hat sie glaubwürdiger rübergebracht als diese zwischenmenschlichen Versuche. Das war weniger aufgesetzt als zum Beispiel auch diese Vermenschlichung in der Staffel plötzlich von Georgiou. Ja. Wo du dann, ja, ich habe nichts gegen Georgiou, aber auch die Position, in die sie gedrängt wurde und dass dann alle auf einmal total auf ihrer Seite sind, obwohl sie zwei Staffeln lang wirklich eine super bitchige Diktatorin war, fand ich auch strange. Das müssen wir uns, glaube ich, mal aufheben für den Cast zur Star Trek-Serie Section 31, die ja auch kommen soll. Wir erwarten hier diverse Spin-offs zur Discovery. Eines ist eben zu Section 31. Nichts Genaues weiß man zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich glaube, da wird auch noch nichts gedreht oder so. Das sind einfach nur so Ideen, die im Raum stehen. Wir können generell gespannt sein, wie es mit Star Trek weitergeht. Also die zweite Staffel Picard wird, glaube ich, gerade gedreht. Und die vierte Staffel Discovery ist meines Wissens auch schon bestätigt. Das ist, glaube ich, das, was man definitiv sagen kann. Mhm. Oder weißt du da mehr? Es wird auch diese Spin-Off-Serie mit Pike und New Spock gedreht. Strange New Worlds oder New Worlds oder so. Hm. Die sich dann anscheinend ein bisschen mehr Back to the Roots besinnen wollen und mehr so Case of the Week-Fälle abhandeln will. Mit dem Wissen, dass Pike ja irgendwie da sterben wird. Genau. Vielleicht sehen wir in der letzten, in der großen, ist ja auch klar, im großen
Finale der Serie sehen wir dann einen jungen, neu gecasteten oder meinetwegen mit Deepfake reingerenderten, ja, Kirk halt. Okay, ja, cool. Bin ich sicher. Das hältst du davon, wenn wir einfach zu einem Fazit kommen, weil ich glaube, dass so eine Serie, die müssten wir eigentlich bei einem Kasten Bier besprechen und dann wären wir hier in 2 Tagen noch nicht fertig. Deswegen würde ich vielleicht mal ein Fazit einfach ziehen und dir mal hier den, ja, Beginn geben. Okay, ich habe mich bei Star Trek Discovery auch regelmäßig mit Marek abgesprochen und ähnlich wie bei dir war es bei uns dann echt so ein Wechselbad der Gefühle. Es hat sich abgewechselt mit: Oh, das war cool, die Ideen fand ich cool, zum Beispiel, wo der Geist von der einen transformiert ist und so. Da gab es immer wieder coole Sachen oder auch David Cronenberg als Cameo-Auftritt. Alles Sachen, die ich cool fand, aber die haben sich dann abgewechselt mit so durchschnittlichen Episoden oder Doppelepisoden, die einfach auf nichts hinausgekommen sind. Und dann eben noch die Tatsache, dass man eben kaum Planeten erkundet hat. Also man hat so wenig Planeten wie noch nie erkundet und wenige Alienrassen gesehen. Es war halt wirklich so ein komplettes Wechselbad der Gefühle mit so einem kleinen Nostalgiebonus oder so Szenen, wo ich dachte, ja, die sind cool, würde ich den höchstens 3 von 5 meinen Kuhnkatzen geben. Weil für mehr war da einfach ein bisschen zu viel Chaos, wie man es von Discovery auch gewohnt ist. Ja, letztlich gebe ich nämlich auch 3 von 5 meinen coolen Katzen, aber aus anderen Gründen. Insgesamt wäre das eine Serie, wenn da nicht Star Trek drauf stünde, wäre sie äußerst scheiße. Die wäre schwach erzählt, die wäre super dünn, ich hätte nur Dinge, die mich aufregen, ich könnte es nicht am Stück gucken und ich würde echt, also es gibt echt eine Menge Dinge, über die kann man sich auf richtig schlimm aufregen und da hätte ich andere Serien schon lange abgebrochen, weil ich aber auf alles nehme, was ich von Star Trek kriegen kann und möglichst viel davon schauen möchte, gucke ich mir auch diese Serie jeden Freitag so gern an, wie als hätte ich die Folge davor nicht gesehen. Und letztlich werde ich vor allem optisch überzeugt. Ich habe eine Handvoll Charaktere, die mir sehr gut gefallen. Unter anderem finde ich nämlich auch unsere Rothaarige ganz gut, unsere Tilly. Die hat per se zumindest auch echt ein paar tolle Szenen und ist eine tolle Figur. Auch wenn die ein paar sehr beschissene Szenen hat und ich ein paar Dinge nicht nachvollziehen kann, die da gemacht werden. Der Cast, dieser Brückencast, wird über weite Teile links liegen gelassen. Der kriegt dann so pseudo aufgezwungene, gerade im Finale, wichtige Szenen und so. Das ist völlig, die sind völlig austauschbar. Absolut austauschbar. Eigentlich brauchst du Burnham, vielleicht Tilly, dann hast du noch den Kelpiana, dann hast du vielleicht auch immer mal den aktuellen Freund von Burnham und dann noch einen Antagonisten. Aber alle anderen sind irgendwie austauschbar und das merkst du eben auch. Also wenn da jetzt mal eben, das ist auch passiert in der Staffel, gefühlt so die Hälfte der Discovery-Crew tot ist, das merkst du gar nicht. Das ist absolut völlig egal. Ja, Stamets, der finde ich ganz cool, der mit seinem Freund da zusammen irgendwie ist und dann jetzt auch, ja, wenn man so will, Nachwuchs bekommt, das finde ich ganz cool. Was ich voll schade finde, die war in der 2. Staffel viel krasser mit am Start, war diese aufgegabelte, eher so ein bisschen burschikosere, ja, Commander irgendwas, also so eine, die haben es von irgendeinem Planeten aufgegabelt, so eine Frau. Ach, ja, ja. Ja, ich weiß den Namen gar nicht, ich weiß, ihr merkt schon, wie sie stecken im Titel halt nicht so drin, aber von der hätte ich gern viel mehr gesehen, die ist doch saugeil, warum ist die da? Ja, und dann haben wir wieder so, gerade am Anfang der dritten Staffel, haben wir diesen komischen Fischtypen, der sich immer hin und her beamt, das ist voll lustig oder so, aber der ist irgendwann ab Episode 4 oder 5 einfach nicht mehr da. Ich hätte auch gern mehr von dieser einen Frau gesehen, die dann gesagt hat, ach, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade komplett besoffen auf Schmerzmitteln, kümmer du dich drum. Ja. Echt. Die hat auch immer ein bisschen mehr Witz reingebracht, das für die Serie. Die meinte ich eben bisschen, mit dem Commander, die man ja, auch hat. Stimmt, ja, die fand ich auch klasse. Das ist mir dann generell bei ihr aufgefallen, dass sonst Star Trek immer einen Spruch zu viel raushaut und hier hätte die für die nötige Auflockerung gesorgt. Die Staffel hat sich für mich stellenweise viel zu ernst genommen. Definitiv. Was ich auch selten bei Serien sagt, dass sich das zu ernst nimmt, sondern klemm die eher mal einen Spruch. Hier denke ich, haut ein bisschen mehr raus. Das hätte der Serie gut getan, dass man das nicht ganz so ernst nimmt. Wir waren ja bei unserem Fazit und ich habe vor allem die Optik jetzt hier hervorgehoben, die mir sehr gut gefallen hat. Ich finde die Kelpiana gut und wie gesagt, einzelne Charaktere gut. Aber insgesamt sind es sehr schlechte Drehbücher. Es sind teilweise sehr schlechte Dialoge, dünne Dialoge, hohle Dialoge. Ein Drittel der kompletten Staffel kannst du rausschneiden und du vermisst nichts. Das muss man schon sagen. Und insofern habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir in der 4. Staffel wirklich, und das deutet sich ja an, dieses
ein Planetenerkunden-Ding mehr haben. Es wird jetzt darum gehen, die alte Föderation wiederherzustellen, wieder neue Verbündete zu bekommen, meinetwegen alte Wunden zu schließen. Darum wird es ein bisschen gehen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und freue mich da schon auch drauf. Gerade in Kombination ja mit dieser bisschen düsteren, raueren Geschichte. Ich freue mich tatsächlich im Grunde nach auf alles zu Section 31, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt verstehe, warum man da jetzt diese Dingsbums hier, hast du vorhin genannt, die jetzt weg ist. Die jetzt weg ist? Ja, die jetzt weg ist, die jetzt die durch das Portal Giorgio, genau. Warum Giorgio, also was da jetzt noch kommt. Giorgio selbst ist geil. Die ist cool, die hat zumindest ein paar tolle Szenen auch und so, aber auch mit der hätte man locker die Hälfte aller Szenen einfach streichen können und man hätte sie nicht vermisst. Vor allem, weil so die ja dann wirklich nach einer Doppelfolge dann echt gnadenlos rausstreichen und das spielt dann keine Rolle mehr. Da trauern sie einmal kurz nach und dann ist es so, als wäre sie nie da gewesen. Die hat doch nicht mal irgendwie eine Lücke in der Hierarchie hinterlassen, es läuft alles danach reibungslos weiter. Ja gut, die war ja auch nur Gast quasi an Bord. Was sollte die schon für eine Lücke da lassen? Aber die wird auch so schnell keine Rolle mehr spielen. Also doch, gut, das könnte man ja auch noch erklären. Sie ist ja offiziell tot. Dass man nie wieder von ihr reden wird. Also wirklich, ich habe, sage ich mal, Respekt vor den Autoren der vierten Staffel. Die müssen hier viele offene Kids, also Probleme und Lücken einfach schließen. Das stelle ich mir nahezu unmöglich vor. Ich kann jeden Trekkie verstehen, der sich hier an den Kopf fässt und das einfach alles super schräg findet, der damit nichts anfangen kann und hier auch vor allem sein Star Trek nicht mehr erkennt. Das kann ich zumindest sehr gut nachvollziehen. Und das wären, glaube ich, auch meine finalen Worte zur dritten Staffel von Star Trek Discovery. Ich kann noch im Nachhinein sagen, je tiefer ich mich mit der Materie Star Trek befasse, desto hirnrissiger wirkt auch auf mich Discovery leider. Ja. Ja, sorry. Komplett. Ich denke, bei Staffel 4 sind wir wieder am Start. The Orville wollen wir ja auch noch irgendwie besprechen. Da müssen wir mal gucken. Ich vermute mal, da kommt ja jetzt demnächst hoffentlich, also die ist, glaube ich, schon in Produktion. Die dritte Staffel ist ja von The Orville. Die ist in Produktion, ja. Und das ist ja auch schon dieses Star Trek Rip-Off. Ja. Mehr angefixt hat als das Original, dass ein Seth MacFarlane deutlich mehr weiß, was Star Trek ausmacht, als die Star Trek-Schreiber. Mm. Aber, und das würde ich auf jeden Fall noch sagen, wenn wir schon gerade die Science-Fiction-Serien abklappern, wir habt ja schon diesen tollen Eröffnungscast gemacht zu The Expanse und ich muss ganz ehrlich sagen, genau. Das ist für mich aktuell die beste Science-Fiction-Serie, die wir irgendwo sehen können. Und dem kann ich mich anschließen. Besser ist dieses Afterlife mit Kate Sackhoff auf jeden Fall auch sein Grütze. Wir haben die ersten. Aber nein, es bringt wirklich so einen richtig schön krassen Realismus in das Science-Fiction-Genre, dass ich das gerade in der fünften Staffel richtig, richtig schön finde. Positiv formuliert muss man also sagen, dass in den aktuellen Science-Fiction-Serien, die es ja wirklich zuhauf gibt, glücklicherweise, wir sind dafür sehr dankbar, für jede Ausrichtung des Science-Fiction, für jeden Fan ist da irgendwie irgendwo was dabei. Das kann man schon sagen. Ja. Patrick, dankeschön. Gerne. Es war total gut. Es war ein schöner Austausch. Er war lange überfällig. Und ich bin gespannt, wann, wie und wo wir Staffel 4 bekommen. Wäre auch nicht überrascht, wenn man jetzt ein Jahr aussetzt wegen Corona. Das würde mich nicht überraschen, sage ich mal. Wenn nicht so sogar länger. Die produzieren ja noch nebenbei zwei, drei andere Star Trek-Serien. Mhm. Alles klar, lass krachen. Bis dann. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen mal wieder beim Telestammtisch. Ich bin heute nicht allein, ich habe den lieben Adrian wieder bei mir. Servus Adrian. Hallo Sam, grüß dich. Ja, genau. Und ich bin nämlich auch dabei, der Sam. Wir zwei, wir haben uns mal wieder einen Tiberius-Film vorgenommen, und zwar den Film Before the Fire. Dieser Film startet am 21.01. digital und kommt auch Anfang Februar auf CD, also Blu-ray oder DVD. Dieser Streifen geht 1:30, nennt sich Action-Thriller Science-Fiction, ist von Charlie Buhler und mitspielen tut jener Ling Adams, Jackson Davis und Ryan Vigilion. Vigilion? Ja, so ähnlich. Produktionsland ist USA und worum es in diesem Film überhaupt geht, das erklärt uns jetzt kurz der Adrian. Gerne, gerne. Alles klar. Während einer globalen Pandemie müssen die Schauspielerin Ava Boone und ihr Freund Kelly Rhodes aus dem Chaos in Los Angeles fliehen. Kelly sichert Ava einen Flug in ihre ländliche Heimatstadt in South Dakota, wo sie bei seinem Bruder Max und seiner Mutter Betsy einzieht. Es dauert nicht lange, bis Avas Heimkehr die Aufmerksamkeit ihres Vaters Jasper Boone auf sich zieht, der sich durch den Zusammenbruch von Recht und Ordnung angestachelt fühlt. Als sich die Strecken von außen nähern, muss Ava kämpfen, um ihr neues
zu Hause und die Familie zu schützen. So viel zum Inhalt. Genau, das ist eine schöne Zusammenfassung von dem Film, wobei ich schon sagen muss, er ist, also diese Zusammenfassung ist im Prinzip genau die Story, in der es in dem Film geht und nicht mehr und nicht weniger. Ja. Also man sollte nicht zu viel erwarten, oder wie siehst du das, Adrian? Also ich muss zu Anfang sagen, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe, da habe ich mich richtig gefreut, weil ich gespannt war auf das, was mich erwartet. Also es geht, was jetzt in der Beschreibung noch nicht so ganz rauskam, ja auch ein bisschen um diese Pandemie, die während dieser Geschichte herrscht. Und jetzt sind wir ja gerade in der Zeit, wo das Thema Pandemie ganz besonders aktuell ist. Und zusammen mit dem Inhalt habe ich gedacht, könnte da eine richtig spannende, fesselnde Geschichte draus werden, die, ja, das ist was der Inhalt dann auch erwarten lässt irgendwie. Aber wir haben jetzt was ganz anderes. Ich weiß nicht, bist du von deinen Erwartungen irgendwie enttäuscht worden oder hast du das erwartet im Vorhinein? So, also ich muss so viel dazu sagen, ich habe weder die Inhaltsangabe von dem Film gelesen, beziehungsweise den Trailer gesehen. Ich habe nur Before the Fire, also den Titel, gehört oder gelesen und konnte damit nicht wirklich viel anfangen. Before the Fire kann man ja sagen, das könnte eine Geschichte sein über Nero, wie er Rom abbrennt, weißt du, Before the Fire. Aber das ist es ja nicht. Ich kannte nur das Cover und auf dem Cover sieht man halt eine Frau mit einer Schrotflinte oder Jagdgewehr, die eine Maske auf hat. Genau. Und sowas deutet für mich immer hin, dass es irgendwie was mit Pandemie oder mit Virusausbruch oder sowas zu tun hat, die sich halt jetzt durchkämpfen muss. Was ich ja letztendlich auch so dargestellt hatte in dem Film. Und was ich auch erschreckend fand, ist, dass es ziemlich nah an der Pandemie ist, die wir jetzt ja momentan gerade durchmachen. Es geht nämlich um eine Art Husten. Die husten ja irgendwann Blut, genau. Und dann wissen die, okay, sie sind infiziert. Und das ist ja mit Covid-19 ist ja ähnlich. Das ist ja eine Lungeninfektion oder ein Lungenvirus, der einem nicht nur Fieber beschert, sondern auch halt Husten. Von daher fand ich das schon sehr nah an unserer Situation angelehnt. Was ich halt krass fand an dieser Inhaltsangabe, die du gerade vorgelesen hast, wenn man genau das liest, dann geht man natürlich davon aus, dass da noch mehr passiert, was ja aber nicht passiert. Deswegen hatte ich dich jetzt so spezifisch drauf gesprochen gehabt. Also das Problem ist, der Film wird unter Action-Thriller-Sci-Fi gelistet. Und zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast, auch mit dem Cover, geht man so von so einer Art Endzeit-Film aus, wo vielleicht auch irgendwie was passiert mit den Personen. Wir wissen nicht, vielleicht werden die ja auch zu einer Art Zombie-Mutation oder was auch immer, weil es geht ja nur darum, in dem Inhalt Schrecken von außen. Was passiert jetzt mit diesen Infizierten? Was hat unsere Hauptdarstellerin Ava da zu befürchten? Aber am Ende ist es doch eigentlich weder Action noch Thriller noch Sci-Fi, sondern ein, ja, sag ich mal, Familiendrama. Ja. Ja. Wir müssen ja sagen, die Ava kommt nach Hause in ihr Heimatdorf, irgendwo im mittleren Westen, irgendwo auf dem platten Land. Ja, Dakota. Und wir merken recht schnell, dass sie in der Vergangenheit sie da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist, aber sie versucht sich ja schon von Anfang an dagegen zu wehren, wieder zurück in ihre Heimat zu kommen. Und das ist das was Einzige, was mich jetzt so ein bisschen auch die ganze Zeit bei Laune gehalten hat beim Filmschauen, weil ich wissen wollte, was ist es denn jetzt eigentlich? Was ist da passiert damals? Warum ist sie so, warum sperrt sie sich so gegen die Vergangenheit oder das Heimkehren? Und das ist viel weniger actionlastig oder thrillerlastig, sondern eher ein Problem zwischen Ava und ihrer Familie. Oder wie siehst du das? Richtig. Man hätte auch im Prinzip, ja, ich bin da voll bei dir, man hätte im Prinzip auch die Pandemie weglassen können, dann wäre es auch ein prima Familiendrama-Film gewesen. So mit, genau. Die Tochter verlässt die Familie aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt auch nicht näher eingehen will, sonst vielleicht spoilern wir auch einfach zu viel in dem Moment. Ja. Aber man hätte daraus ohne diese Pandemie einfach auch ein Familiendrama machen können. Im Prinzip geht's ja in dem Film auch nur um diese Familiendrama. Und das Virus ist ja eigentlich nur beiläufig ein Nebeneffekt. Oder ja, ganz ein Nebeneffekt genau. Ist eher so ein Grund, warum sie jetzt wieder zurück in ihre Heimatstadt oder Ort hat zurückreisen müssen. Man hätte aber auch jeden anderen Grund nehmen können, warum sie zurück hat müssen in ihre Heimatstadt. So, deswegen. Also ich möchte dem Film jetzt mal zugutehalten, dass er die aktuelle Pandemie jetzt nicht als
Grund genommen hat, um den Film besser vermarkten zu können, weil der Film ist ja schon vor der Pandemie gedreht worden und ist jetzt nicht irgendwie ein Werbeeffekt oder sowas dazu, was da jetzt eine Rolle gespielt hat. Es wird ja auch nie im Film irgendwann das Corona oder Covid-19 genannt, sondern es wird ja auch kein Name für diese Pandemie oder für diesen Virus genannt, sondern es ist einfach nur zufällig halt die gleichen Symptome, wie wir heute momentan bei unserem Virus haben. Aber abgesehen von den Husten und den einigen Symptomen, die man zwischendurch mal sieht, spielt die Pandemie an sich wirklich eine ganz rudimentäre Rolle einfach nur. Also es ist wirklich kaum kaum Einfluss auf die Geschichte. Diese Ja, es hat halt Pandemie kein Gewicht. Kriegt man immer wieder. Genau. Genau. Zwischendurch kriegt man sie immer mal wieder mit. Aber wie gesagt, es ist einfach nur ein Grund, warum sie jetzt fliehen muss aus der Großstadt, aus L.A. und in die alte Heimat kommt. Da hätte man, wie du eben auch schon sagtest, auch einen anderen Grund nehmen können. Also die Pandemie an sich, die wird auch meiner Meinung nach nicht so ausgespielt, wie man sie hätte ausspielen können. Vielleicht kommen wir später noch ein bisschen dazu, wie sich die Geschichte entwickelt. Und da hätte man möglicherweise die Pandemie oder die Auswirkungen der Pandemie noch ein bisschen einbauen können. Ja, ist richtig. Also ich habe auch nicht ganz den Grund von ihrem Freund verstanden, warum sie, also er sie gerade zurück in diese Heimatstadt oder Heimatort zurückschickt, wo sie eh schon die Probleme hatte. Das war mir auch nicht ganz schlüssig. Man hätte ja überall woanders hinfliegen können. Warum hast du gerade, ja gut, zu der Mutter. Aber ist das jetzt unbedingt ein sicherer Ort, wenn man doch weiß, dass da auch die Eltern von ihr wohnen, wo die Probleme schon, also ich sehe es immer aus dem Blickwinkel, wenn meine Freundin, also wenn ich ich bin ja verheiratet, ich habe eine Frau, wenn ich weiß, sie hat Probleme mit ihren Eltern in einem Ort, wo auch meine Eltern wohnen, dann schicke ich doch meine Frau nicht in den Ort, wo dieses Problem herrscht. Dann gucke ich doch, dass wir irgendwo anders hinfahren oder wo wir halt in Sicherheit sind, aber nicht gerade da, wo dort schon Probleme bestehen. Sam, das ist einer der vielen Logiklöcher in dem Drehbuch, die ich auch gerne angesprochen habe. Denn ja. Du hast absolut recht. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Freund Evan in ihre alte Heimat schickt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er ja wissen muss, dass sie da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, dass die beiden schon mal gesprochen haben und in der Anfangssequenz liegen die beiden auch zusammen im Hotelzimmer und wird auch schon besprochen, dass da irgendwas ist. Also es ist immer schon klar, da lodert irgendwas in der Vergangenheit von Eva. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Freund Kelly nicht weiß, dass sie mal ein sehr traumatisches Erlebnis oder viele traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit dort hatte. Deswegen macht er auch am Anfang eine, wie ich mal sagen, ziemlich gemeine Aktion mit ihr. Ja. Er steigt ja nicht zusammen mit ihr in ein Flugzeug, sondern schickt sie alleine los und macht erstmal mit seiner Arbeit weiter, was ich auch total super finde. Also das ist ja sehr fürsorglich von ihm. Ja, er trickst sie mehr oder weniger aus. Hölle. Richtig. Genau. Ja, richtig. Ja, also wenn wir schon dabei sind, können wir ja mal darüber sprechen, was uns jetzt nicht gefallen hat. Oder wollen wir mit dem Positiven anfangen? Also wenn du Positives entdeckt hast. Nee, alles gut. Fang mal mit dem Positiven an, ja. Vielleicht steige ich mit ein und mir fällt auch noch was ein. Ja, ich fange mal mit dem Positiven an. Ja. Mir hat die Erzählweise, diese ruhige Erzählweise von Charlie Bowler, der Regisseurin, gut gefallen, weil ich am Anfang dachte, da kommt noch ein Twist oder da kommen noch zusätzliche Geschehnisse, die das Ganze erklären oder zu einer runden Angelegenheit machen. Ja. Sie hat eine sehr angenehme, ruhige Bildsprache und weiß auch gut, die Ödnis dieser Landschaften in South Dakota einzufangen. Ja. Ich glaube, sie hat auch bisher sie ist auch Fotografin und Dokumentarfilmerin und das merkt man auch. Ja, ja. Weil sie ein Gespür hat dafür, diese Einsamkeit dann auch darzustellen. Und das macht den Film am Anfang eigentlich auch so ein bisschen interessant, weil man nicht weiß, diese Gefahr, die lodert ja irgendwo. Wir wissen nicht, was für eine Gefahr es ist, aber man merkt es schon. Auch in Szenen wie in einer Dorfkneipe, wo Ava dann auch mal wieder zu Besuch ist und gleich eine Konfrontation hat mit, sag ich mal, so ein paar Hillbillies aus der Umgebung, die später noch interessant sein werden für den Film. Ja. Und das macht der Film eigentlich ganz gut. Nur das Problem ist, dass das
nicht den ganzen Film überträgt. Also man kann jetzt nicht 90 Minuten lang sich nur an der schönen Landschaftsaufnahmen ergötzen. Ja. Und ich will aber trotzdem sagen, dass mir das eigentlich ganz gut gefallen hat bis zu einem gewissen Punkt. Okay, da muss ich dir recht geben. Bildsprache ist in dem Film wirklich schön gemacht. Wie du schon sagst, Landschaftsaufnahmen und sowas. Fängt die Regisseurin oder auch die Filmmacherin richtig gut ein. Genau. Da bin ich voll bei dir. Das Problem, was ich hatte, ist, ich hatte den Film nach meiner Nachtschicht angeguckt und ja, war da eh schon leicht angedönst von Müdigkeit. Und der Film ist wirklich ruhig erzählt und ich habe mich anstrengen müssen, wach zu bleiben. Also nicht, dass ich nichts mitbekommen habe vom Film. Also ich habe den schon im vollen Bewusstsein erlebt, den Film. Aber er hat seine Länge. Und die 1:30, also 1:30, die merkt man dem Film auch an. Also er fühlt sich an wie ein fast ein 2,5-Stunden-Film, weil er halt seine langsame Erzählweise hat. Was ich mir noch gewünscht hätte, wären so ein paar mehr Background-Infos über Eva zum Beispiel. Man weiß, sie ist Schauspielerin über so eine ähnliche Buffy-Serie, wo sie irgend so ein Vampir, was war's? Nee, nicht Vampiren. Ja, irgendwie so in der Art, wie Buffy wohl die Hauptrolle hat. Nur so eine Serienhauptrolle einfach. Ja, genau. Nur wie so, ja, das war mir zu wenig Information irgendwie über sie. Man hat dann die Familienprobleme noch erfahren, aber so eigentlich über den ganzen Film verteilt. Aber ja, der Background in der Welt, wo sich das stattfindet von dieser Person, hat mir gefehlt. War es so bekannt, dass sie überall erkannt werden würde? Ist sie eher so eine kleine Nischenschauspielerin, wo eigentlich kein Mensch kennt? So dieses Feedback, das fand ich irgendwie, hat gefehlt. Weil man merkt, wenn man nicht erfährt im Film, dass sie Schauspielerin ist, überhaupt gar nicht, dass sie eine Schauspielerin ist im Film. Genau, das stimmt, ja. Wir sind ja schon jetzt übergeschwenkt zu den negativen Sachen. Ja. Reiche mich mal eine den Reigen. Wir hatten ja schon die Logikproblematik angesprochen. Du hast auch schon angesprochen, dass Eva als Figur blass bleibt. Für mich bleiben alle Figuren ausnahmslos blass, ja, weil da oftmals der erzählerische Background irgendwie fehlt. Da wird nichts erklärt. Man kann natürlich durch viele Andeutungen versuchen, etwas spannend zu halten, aber wir wissen weder viel über Eva noch, was eigentlich genau passiert ist. Das kann man ja spoilern, dass man bis zum Ende eigentlich genau im Unklaren gelassen wird, was jetzt eigentlich ganz genau so Schlimmes passiert ist. Richtig. Man kann erahnen, was passiert ist. Und man kann erahnen, zwischen welchen Personen passiert ist. Ich denke aber, das liegt auch daran, an unserer Situation bedingt gerade. Weil wir halt genau diese Pandemie gerade durchmachen, wissen, dass wir mit Lockdowns und hier Sperrungen und Ausgangssperren zu tun haben. Und das passiert halt alles auch in dem Film. Da hörst du im Radio nebenbei, dass eine Ausgangssperre verhängt wird. Du kriegst im Radio nebenbei mit, dass irgendeine Stadt oder im Fernsehen, wo im Hintergrund läuft, dass irgendeine Stadt momentan abgeriegelt wird, weil das zu viele Infizierte gibt. Das ist alles aber nur so hintergründig. Wenn man nicht genau zuhört, was im Radio oder in einer anderen Szene im Fernsehen gerade im Hintergrund passiert, bekommt man von dieser Pandemie eigentlich gar keine Infos bis zum Schluss. No, und das ist auch das Problem, dass der Film dann nicht erklärt, warum bestimmte Personen aus dieser Ecke, aus diesem Dorf oder dieser Stadt dann auf einmal die Sicherung durchbrennen und dann zur Waffe greifen und dann Leute erschießen, offensichtlich erschießen, weil einfach viel zu wenig erklärt wird, was passiert denn jetzt eigentlich in dieser Pandemie? Warum werden die Leute denn verrückt oder warum ticken die Leute aus und gründen so eine Art Bürgerwehr? Und das ist ein ganz großes Problem. Da ist das Drehbuch total lückenhaft und erklärt einfach gar nichts. Ja. Und genauso problematisch finde ich es auch, dass bestimmte Sachen einfach total unlogisch sind. Ja, ja, richtig. Dass Eva mehrmals die Möglichkeit hat zu fliehen, merkwürdige Fluchtwege wählt, immer wieder zum eigentlichen Ort des Geschehens zurückkommt und ich einfach nicht verstehe, warum. Und es wird auch nicht erklärt. Also es gibt da Szenen, da habe ich gesessen und im Kopf geschüttelt und gesagt, Mädchen, du kannst jetzt fliehen. Ja. Aber sie tut es nicht. Ja. Sie versucht es, aber sie kommt wieder zurück. Ja, nicht nur die Entscheidung von ihr, auch manche Entscheidungen auch von den, sag mal, den bösen Gegenspielern, nenne ich sie mal. Hier der Junge, wo eigentlich für Max so der Stallbursche war, warum der auf einmal so pickeros
irgendwelche Entscheidungen gegen die Familie auf einmal macht und sich so total assi benimmt, war überhaupt nicht nachvollziehbar. Weil nur man kennt ihn als, oder man lernt ihn kennen als superlieben, ich sag, wie gerade eben schon mal, Stallburschen, der Familie hilft, weil die halt nur noch Mama und eben dieser Max, der Bruder von Kelly, diese Farm hier noch am Leben halten. Und dann auf einmal ist er voll der böse Badass, der die noch vergewaltigen will und dann auf einmal sagt, komm, ich schenke dir die Freiheit, lauf weg. Und dann macht's bei ihm im Kopf irgendwie, klack, oh fuck, nee, ich muss ja doch erschießen und dann ballert er in der Luft rum wie blöd. Also das ist eine Szene, die ist auch legendär, so muss ich sagen. Ja. Das hat sich mir alles nicht erschlossen, warum der auf einmal von einer Entscheidung zur anderen so rumspringt, ohne Sinn und Verstand. Also ging mir nicht rein. Also genauso, wie du es schon gesagt hast, erschließt sich mir dieses gesamte Verhalten der Truppe nicht. Also es gibt ja diesen Anführer, ja, der Vater von der Eva. Eine besondere Beziehung, genau, das kommt ja dann am Ende raus, dass es der Vater von der Eva ist. Aber was diese ganzen Handlanger und Hilfsburschen da überhaupt für eine besondere Begründung haben, jetzt da mitzumachen, erschließt sich mir auch bis zum Ende nicht. Vor allem dieser Vater ist jetzt vor nicht... Vor allem die Argumente von dem Vater, wo die dann noch... Hä? Das verstand ich, habe ich auch nicht ganz verstanden. Der bringt da Argumente, wo jeder sagen würde, hey, weißt du was, leck mich am Arsch, ich gehe jetzt satt. Und die sagen, ja, okay, ich mach das, ja, ich genau. Gehorch dir. Genauso wie die eine Situation, wo der Vater in dem Haus da mit Ava ist und er sagt, komm wieder, und sie fängt an zu heulen und nimmt sie in den Arm und ich sage, hallo, bist du bescheuert? Der hat den Freund von deinem Bruder getötet, die Mutter von deinem Freund. Und jetzt gehst du in den Arm und holst dich aus bei ihm an der Schulter, was? Also. Das ist wirklich, also genau, man könnte jetzt noch ewig so weitermachen, ja, und ganz viele Plot-Löcher aufdecken. Ja. Aber du hast absolut recht. Also das ist von vorne bis hinten nicht zu Ende gedacht. Ich verstehe, glaube ich, was da erzählt werden sollte. Ja. Und bin dem Film auch gar nicht böse, dass das jetzt ein Drama ist. Die Regisseurin und die Drehbuchautorin, die ja auch gleichzeitig die Hauptdarstellerin ist, die haben möglicherweise auch gar nicht die Intention gehabt, dass daraus jetzt irgendwie ein Film Action, Thriller, Sci-Fi verkauft wird. Ja. Und das Familiendrama ist ja schön und gut, aber man hätte da noch viel mehr erzählen können. Gott sei Dank ist der Film nicht länger gewesen. Vielleicht hätte es ja noch wär's noch viel schlimmer gewesen. Aber 90 Minuten reichten schon, um aufzudecken, dass das einfach, ja, nicht reicht. Ja. Inhaltlich. Dann würde ich sagen, oder hast du noch einen Punkt, den du loswerden willst? Sonst würde ich sagen, kommen wir zum Fazit und Punktevergabe. Das wird doch nicht zu lang jetzt über den Alles Punkt gut. Reden. Ich wollte nur sagen, der Bruder von dem Kelly, ich dachte, er ist Ashton Kutcher spielt mit, aber er war es dann doch nicht. Ja, ist richtig. Der hat sehr gewisse Ähnlichkeit. Ja, auch, aber ansonsten auch, können wir gerne zum Fazit kommen. Auch das Badassige von ihm am Anfang und dann auf einmal beschützt, dass sie das fand, ging mir aber auch nicht rein. Aber naja. Wurde das, auch überhaupt nicht erklärt, warum sie jetzt so schlechte Erfahrungen mit dem Bruder hatte oder mit der ganzen Familie. Habe ich auch nicht verstanden. Ah, es wird ja am Anfang so ein bisschen erklärt, dass er wohl so ein Frauenheld ist und eine Frau nach der anderen hatte und es irgendwie nicht oder ihm irgendwie nicht so reinging, dass sein Bruder so überhaupt nicht nach ihm kommt, sondern eher so der Typ ist, der eine Freundin hat und die halt für sein Leben lang und da hat er so ein bisschen so, ach, wie soll ich sagen, so Eifersucht anleihen, von wegen, ja, sein Bruder schafft es, eine Frau zu halten und er halt hat jeden Tag eine andere. So habe ich das Gefühl gehabt. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Okay. Nein, kann ja sein. Vielleicht habe ich irgendwann auch den Faden verloren. Kann ja auch sein. Das, keine Ahnung, es war halt sehr schwer dran zu bleiben. Nun gut, dann gib mal ein kurzes Fazit ab und dann würde ich sagen, vergib Punkte, wieder 1 von 5 und wir vergeben hier nicht getroffene Glasflaschen. Ich vergebe 1 von 5 nicht getroffenen Glasflaschen, weil nichtsdestotrotz, auch wenn der Film schön gefilmt ist, die Landschaftsaufnahmen wunderbar sind, ich habe viele nette einöde Bilder gesehen und ich erkenne auch an, dass die Filmemacher da ein schönes Drama draus basteln wollten, aber es sind mir einfach viel zu viele Logiklücken, Logiklöcher und es sind einfach viele vertane Chancen dabei. Man hätte die Pandemie viel besser nutzen können, um bestimmte Dinge wie die Reaktion dieser Hillbillies zu erklären. Man hätte viel besser den Background erklären müssen
und das hat man alles nicht gemacht und am Ende bleibt ein Film, den man nie wieder, würde ich behaupten, nochmal sehen möchte, weil er einfach zu keinem logischen Ende führt auch. Also es ist vertane Zeit. Ja, vor allem das Ende ist irgendwie totaler Quatsch. Aber gut, wir wollen das Ende ja nicht spoilern. Ja, ich bin da so ziemlich bei dir. Ich hätte jetzt 1,25 Sterne, nicht getroffene Glasflaschen, Entschuldigung, gegeben, weil ich im Prinzip genau das gleiche Problem habe mit dem Film, wie du jetzt gerade erklärt hast. Er ist zu langatmig. Die Bilder sind zwar schön, aber man erfährt nicht durch die Bilder die Story, sondern immer nur durch Hintergrundsachen, wenn man genau aufpasst, um was es eigentlich geht. Man hätte dieses Thema Pandemie ein bisschen mehr ausschmücken, ist jetzt das falsche Wort, aber man hätte es ein bisschen besser umschreiben können. Man weiß, worauf die Regisseurin oder auch der Buchautor oder Autorin hinaus wollte oder was er eigentlich versucht hat einzufangen. Aber irgendwie, entweder haben den Leuten das Geld gefehlt, um das richtig umzusetzen, oder sie wussten sich einfach nicht besser zu helfen. Und deswegen ist er bei mir auch eher so bei, ich gebe ihm doch 1,25 nicht getroffene Flaschen. Das Feuer ist nicht übergesprungen. Nein, nicht wirklich. Der Funken kam nicht vor dem Feuer. Genau. Nun gut. Adrian, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir über einen Film zu quatschen. Mir auch. Vielen Dank, Sam. Und hoffe, dass wir das bald wieder tun, demnächst. Wünsche den Zuhörern natürlich jetzt auch einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann sie es hören. Und hoffe, dass wir uns dann auch bald wieder hören. In diesem Sinne, Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. So, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Wir besprechen heute Walter Mitty zum Start auf Amazon Prime. Und mit mir habe ich die Katharina da. Hallo Katharina. Hi. Hi. So, also ist natürlich kein Kinostart jetzt, aber den einen oder anderen wird es wahrscheinlich geben oder die eine oder die andere, die den Film noch nicht gesehen hat. Und der ist sehr zu empfehlen. Und ja, wir werden euch den heute mal vorstellen. Kathi, willst du mal zusammenfassen, um was so grob geht? Ja, fix. Also es geht um Walter Mitty, der lebt halt ein ziemlich eintöniges und langweiliges Leben. Also damit kompensiert, dass er sehr oft tagträumt, so wie in Scrubs ungefähr. Und da sich die wildesten Geschichten vorstellt. Und auf jeden Fall ist er Leiter vom Fotoarchiv bei einer Zeitschrift, dem Life Magazine. Und das soll wegen Umstrukturierungen wird es nur noch online ausgeben jetzt und dadurch gehen dann viele Arbeitsplätze so verloren und die letzte Ausgabe, also die letzte gedruckte Ausgabe soll was Besonderes sein und deswegen soll das letzte Cover halt von einem berühmten Fotografen, der heißt Sean O'Connell, stammen, der auch schon öfters für die was gemacht hat und der schickt die Negative an das Magazin und sagt, er hätte gern, ich glaube es ist Nummer 15 als Cover, Nummer 25, ja, genau. 25, Zahlen. Ja, Nummer 25 ist Cover. Und das Negativ fehlt Walter Mitty aber. Und er kriegt halt die Panik und es wird ihm halt gedroht, dass er gefeuert wird, wenn er es nicht findet. Und daraufhin reist er um die Welt und versucht, diesen Sean O'Connell eben zu finden, weil der ist nie in einem fixen Platz, weil er halt eben Fotograf ist und immer den besten Motiv hinterherjagt, ist er nie in einem Platz, sondern reist halt um die Welt und erlebt dort halt Abenteuer in Grönland und in Island und läuft von Vulkanen, wird aus den Vulkanen gerettet und springt aus einem Hubschrauber raus und was weiß ich noch alles. Und währenddessen ruft ihm immer sein Kundenberater von einer Dating-Seite, wo er sich angemeldet hat, weil er in seiner Firma ist, eine Frau arbeitet, auf die halt irgendwie steht, an und will ihm dauernd sagen, er soll sein Profil irgendwie aufpeppen. Und am Anfang kann er halt nur sagen, ja, ich habe in meinem Leben noch nichts getan. Und irgendwann sagt er halt, ja, ich bin aus dem Hubschrauber gesprungen und wurde fast von Vulkan aus, warum ins Leben kommt, was weiß ich. Und auf jeden Fall kriegt er dann mit, dass sie in der Firma halt anfangen, die Leute zu feuern und reist zurück und kommt dort drauf, dass der Sean O'Connell bei seiner Mutter war vor ein paar Wochen und ihr gesagt hat, dass er nach Afghanistan reist. Und ja, dort reist er ihm dann halt auch nach und er versucht immer noch das Negativ zu finden und er will halt wissen, was da drauf ist, weil eben der Sean O'Connell bezeichnet das Negativ auch als die Quintessenz des Lebens, also Quintessenz of Life und ja, darum geht es dann halt. Ja eben, genau. Ja, sehr gut. Ja, wie du gesagt hast, das mit diesem, dass er so ab und zu mal abschweift, das hat mich auch stark an Scrubs erinnert, an JD. Das fand ich richtig witzig.
Was kann man noch zum Film sagen? Also geschrieben hat ihn oder produziert hat ihn tatsächlich Ben Stiller selber, da, die Hauptrolle sozusagen. Also Regie hat er auch geführt. Ja, genau, Regie. Genau. Und das Witzige ist, ansonsten hat er halt nur seine Comedy-Filme ansonsten gemacht. Und ich finde den Film, der fällt schon stark aus der Reihe dann sozusagen. Weil es eben kein Comedy, also ist jetzt kein, also ist schon ab und zu mal was zu lachen, aber jetzt kein Comedy-Film auf keinen Fall, sondern eher ernst und melancholisch. Ja, aber trotzdem irgendwie viel gut Movie. Also man hat nicht das Gefühl, dass man da irgendwie deprimiert nachher rausgeht. Das macht schon Spaß. Nein, im Gegenteil, ja, genau. Also ganz, ganz schöner Film, muss man einfach sagen. Auch so die Bilder und die Musik und wie alles komponiert ist irgendwie. Also immer so ein Kontrast. So, also einerseits hat er praktisch, er ist ja so ein bisschen introvertiert und schüchtern. Und dann als Gegenspieler hat er da diesen, da gibt's einen, hat einen neuen Vorstand oder einen neuen Manager bekommen, der praktisch diese Verkleinerung des oder diese Kündigungswelle halt managen soll. Der hat ihn von vornherein auf dem Kieker. Und ja, aber er, also insgesamt ist halt wirklich, abgesehen von diesen Konfliktsituationen, halt ein sehr schöner Film einfach. Wird auch so sehr nachvollziehbar, genau. Ja, und es gibt halt verschiedene Elemente, die halt ineinander spielen. Also einerseits, dass er halt auf Reisen geht und halt versucht, dieses negativ zu finden, dann eben die eine Frau, die Cheryl. Und was eigentlich ein Lieblingsmoment ist, sind halt einfach diese Anrufe von diesem Kundenberater. Ja, das stimmt echt, ja. Von dieser Dating-Plattform, die halt immer wieder in den unmöglichsten Situationen anruft, wo er auf irgendeinem Schiff oder was auch immer ist und halt so sagt, so, ja. Das geht gerade nicht. Ja, genau. Wie soll ich dich mit deinem Profil irgendwie aufpeppen, wenn das so weit ist, dass wir so nie, also wird halt keine Frau nicht irgendwie matchen. Ja, ja, jetzt, mittlerweile bin ich irgendwie aus dem Hubschrauber gesprungen und was weiß ich. Und es ist immer absurder, Und der hat dann noch einen ganz schönen Auftritt auf, was ich einfach, also diese ganze Storyline mit dieser Kundenberater, das ist einfach genial. Der ist ja auch so goldig, gedacht. Der muss ihn dann, ja, da, am Ende wird er dann irgendwie im Flughafen irgendwie festgenommen, weil er illegal aus Afghanistan zurückreist. Ja, genau, weil jemand irgendwie einreißen, dann der USA nicht mehr einreißen darf oder so. Ja, ja, da muss irgendjemand bestätigen, dass es ihn wirklich gibt, irgendjemand, genau. Der ihn wirklich kennt. Und dann kommt eben dieser Kundenberater, und das ist der Spencer von King of Queens, das ist auch sehr schön auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich finde auch so die weibliche Hauptrolle, die Kristen Wiig, wie heißt sie denn? Kirsten, glaube ich. Kristen Wiig. Die spielt ja eh hervorragend und hat eigentlich fast alle coolen Hauptrollen. Mittlerweile gehen ja an die. Die kennt man, original kommt die, glaube ich, von Saturday Night Live, von dieser großen amerikanischen Comedy-Show, von der alle bekannten Comedians kommen. Also sei es irgendwie alle, also Eddie Murphy, die Blues Brothers, Bill Murray und heutzutage auch alle. Also alle waren da mal, und daher kommt halt eben auch Kristen Wiig, Entschuldigung. Und da finde ich auch so dieses Kennenlernen, oder er ist halt super schüchtern und am Anfang traut er sich ja kaum, irgendwie ihr da online so ein Zuzwinkern zu schicken. Ja, genau. Und dann, und eben wegen ihr ist ja schon, sie ist ja ein bisschen so der, sagen wir mal, ausschlaggebende Punkt, warum er halt ausbricht aus seinem kleinen, engen Leben sozusagen und dann sich wirklich mal ohne Sicherheiten da aufmacht in die Wildnis und diesem Fotograf eben hinterher reist. Also ab ins Abenteuer sozusagen. Das ist schon großartig eingefangen, auch so diese Überwindung und so. Auf jeden Fall. Und was ich auch cool finde, ist, dass er immer, also das funktioniert auf Englisch, wahrscheinlich besser, ich habe viel auf Englisch geschaut, dass mit dieser Essence of Life, weil halt das Magazin auch Life Magazine heißt, das fand ich immer ganz lustig. Klar, weil es da halt irgendwie beides geht, wenn man dann halt auch, wenn man sich spoilert, aber am Schluss erfährt, was auf dem Cover oben ist, was auch ein bisschen vorhersehbar ist, aber war trotzdem schön am Schluss das zu sehen. Versteht man auch, also warum. Beim ersten Mal gucken hätte ich das niemals erraten, dass jetzt, also was da auf dem Cover ist. Verraten wir es vielleicht auch mal nicht. Auch. Nein, eh nicht. Also ich hab irgendwie schon damit gerechnet, aber ich fand es trotzdem schön. Ja, okay. Also ja, eben, also es ist dann schon naheliegend und sehr, sehr schön, genau. Aber auch halt, und das ist auch so ein toll aufgebaut. Er hat ja am Anfang eigentlich praktisch keine Chance, diesen Fotograf zu finden. Er hat, glaube ich, drei negative. Und auf einem ist ein Daumen, auf einem ist irgendwie eine Wasseroberfläche. Ja, und auf dem Schieferkenner dann irgendwie. Ja, ja, und dann das dritte ist ja eigentlich auch unmöglich zu finden, sozusagen. Das ist so ein Stück von einem Teil, sagt er, glaube ich. Und das beschreibt es noch am besten. Also er hat eigentlich praktisch keine Chance und damit kriegt das irgendwie trotzdem hin. Und das ist auch so, also ich finde den ganz großartig aufgebaut und geschrieben auch. Also so. Ja, ich auch, ich verstehe es total. Und der macht einfach total viel Spaß zum Schauen. Der ist ja, wirklich. Einfach, also echt ein schöner Film, den kann man locker schauen und er fühlt sich danach nicht schlechter, aber meistens sogar besser. Nee, und herzergreifend und schön einfach, wie du sagst, ja. Auf jeden Fall. Ja, und auch irgendwie Soundtrack muss man eigentlich auch nochmal hervorheben, ist auch hervorragend. Entschuldigung. Und
da wird auch sehr prominent, wird, also er wird auch irgendwie erst aufgezogen mit, als Spitzname von diesem Manager-Typ mit Major Tom. Ja. Und da sagt auch, und da sagt auch gerade Cheryl dann zu ihm, dass der das eigentlich nicht kapiert, das Lied, und das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz vom Film. Ja, genau. Dass es eher darum geht, um was sehr Mutiges, dass man Neuland betritt und wohin geht, wo man noch nie war und so weiter. Was er dann auch im Endeffekt ist, was er dann macht. Und was ihm im Endeffekt dann auch praktisch ihm ein bisschen Spaß am Leben wiedergibt, hat man so das Gefühl. Ja, genau. Dass er dann nicht eben nur klanglos noch dieses letzte Foto abgibt, sondern eben, ja, sich da nochmal wirklich also einfach aufmacht in die Wildnis, ins Unbekannte und halt ja, tut, was getan werden muss, sozusagen. Genau, damit mit ein bisschen Motivation durch diesen Sean eben, weil der lieber meint, ja, er schätzt seine Arbeit so und er findet so schön, was er macht und dass er seine Arbeit halt versteht und das alles zusammengibt und irgendwie halt die Motivation und den Mut, dass er das halt losgeht und sehr viele schräge Abenteuer erlebt, aber am Schluss doch das Negativ nach Hause bringt dann. Ja, im Endeffekt, also das ist ja im Endeffekt noch ein völliges Happy End. Das sieht man aber auch überhaupt nicht kommen. Also bis vor 10 Minuten vor Schluss oder so denkt man, okay, schade, ist halt so ein Film drüber, wie es dann halt auch mal schief gehen kann. Oder genau. So. Und im Endeffekt, also das basiert ja auch auf wahren Begebenheiten, also nicht alles, also den Walter Mitty, das schätze ich mal nicht, oder ich weiß es nicht. Aber Life Magazine wurde tatsächlich eben, war ein ganz legendäres Fotomagazin in Amerika und wurde im Jahr 2000 schon praktisch ausgeweitet. Das wurde dann an AOL, Time Warner verkauft und halt wie es, glaube ich, im Film auch ist, dann zu einem Online-Magazin halt totgespart sozusagen. Ich habe nur noch gelesen, dass der ganze Film auf einer Kurzgeschichte basiert. Ja, aber die ist, glaube ich, irgendwie aus den 50ern. Also so ganz weiß ich nicht, wie er das alles zusammengeschustert hat, aber großartig. Also kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall, ja. Und was wir auch noch vielleicht erwähnen müssen, da diese Traumsequenzen, wenn er halt gerade praktisch den JD-Moment hat und irgendwie halt so wegzoned oder halt, wie sagen sie, irgendwie das auf dem Mond oder irgendwie sowas, da stellt er sich dann immer ganz wahnwitzige Actionsequenzen vor, wie er plötzlich irgendwelche Leute vor Bombenexplosionen rettet oder wie er halt der starke Held ist. Das finde ich auch mega, also das ist halt, weil am Anfang ist der Film ja eher ein bisschen traurig und halt so ein bisschen grau und trist. Und dann das speist das halt ab. Also das durchbricht es ganz gut, sodass er, wie er sich eigentlich seinen Alltag vorstellen würde. Und ja, am Ende muss er sich das eben nicht mehr vorstellen, weil er dann so ein wahnwitzige Abenteuer erlebt hat. Also. Genau, ja, stimmt. Das ist ein guter Kontrast. Dann zuerst denkt er sich so, ja, ich wäre gerne der Held, am Schluss würde dann halt der Held erlebt. Halt. Ja, genau. Das alles ist eine ganz tolle Heldenreise, wirklich. Ja, ja, ja. Ja. Hast du noch sonst irgendwelche Hintergrundinfos? Ich habe alles gesagt, was ich irgendwie gelesen oder über den Film weiß. Ja. Also tatsächlich absolute Empfehlung von meiner Seite, falls irgendjemand noch nicht gesehen hat. Ah, wir müssen jetzt noch bewerten. Genau. Magst du anfangen? Ja, ich gebe dem Film, also wie gesagt, absolutes Feel-Good-Movie. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich gebe dem 4 von 5, was geben wir, negative? Verlorene negative? Ja, hast du irgendwas Negatives, oder? Warum nur 4 von 5 sozusagen? 4 von 5, weil es halt, also, wie gesagt, für mich war das Ende ein bisschen vorhersehbar und ja. Okay, da muss ich sagen, da war ich naiver, das hat ja besser funktioniert. Genau. Also ich würde tatsächlich, ich sehe keinen Grund, irgendwas abzuziehen. Also ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, aber es ist ein ganz wunderbarer Film. Ich würde da 5 von 5 geben jetzt. Also würde ich sagen, ist der netteste Film, den ich je für einen Telestammtisch besprechen durfte. Das ist schön. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, Ben Stiller hat ihn gemacht, geschrieben hat ihn, das hätten wir vielleicht auch am Anfang erwähnt, Ben Steve Conrad, der hat ansonsten auch nicht so tolle Filme geschrieben. Also der hat auch ganz nette, was gibt's noch? Also von dem, ich glaube, da habe ich keinen einzigen Film von dem gesehen. Doch, das Streben nach Glück, genau, den kennt man noch mit Will Smith, der war ganz nett. Okay, ja. Aber was ich bei der Recherche auch noch gesehen habe, dass Ben Stiller hat Cable Guy geschrieben von Jim Carrey, den Film. Ah, oh, okay, da habe ich nicht gesehen. Auch interessant. Aber ansonsten, wie gesagt, also völlig erstaunlich, dass ausgerechnet Ben Stiller diesen Film gemacht hat in der Kombination. Aber ganz arg toller Film. Einfach. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Wunderschöner Film, wundervoll. Klare Empfehlung. Ja. Na, ich glaube, dann haben wir es. Dann gehen wir zurück in die Zentrale. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals. Und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!